Aber ich sei, guck mal an! Guten Morgen Israel, gespaltenes Volk. Die Corona-Krise zeigt, wie groß die Kluft innerhalb unseres Volkes ist. Dabei sind wir doch alle Juden. Boker Tov, liebe Leser. Wie Sie sicher schon am heutigen Titelbild sehen können, beginne ich den heutigen Tag nicht sehr optimistisch, auch wenn ich sonst immer versuche, Sie aufzumuntern und positiv nach vorne zu schauen. Die Krise um Corona, in der wir uns alle noch befinden, zeigt uns in brutaler Weise, wie gespalten wir hier sind. Ich meine die Spaltung zwischen einer besonders extremen Gruppe des orthodoxen Judentums und dem übrigen Teil des jüdischen Volkes. Dass wir uns in vielen Punkten nicht einig sind, ist allen bekannt. Mehrmals hatte auch ich Ihnen von den Protesten und Straßenblockierungen einer bestimmten Gruppe orthodoxer Juden berichtet. In den Protesten ging es meistens um die Sache mit der Wehrpflicht. Daran haben wir uns leider gewöhnt. Was vielleicht ein Fehler ist. Wir haben uns an die Bilder gewöhnt, wo orthodoxe Juden die Straßen blockieren und damit Wasserwerfern und berittenen Polizisten vertrieben werden. Die Corona-Krise hat diese Kluft zwischen uns noch weiter vertieft. Es geht um die Einhaltung des Lockdowns und die damit verbundene Anweisungen, alle Schulen zu schließen. Der größte Teil im orthodoxen Judentum befolgen diesmal die Anweisungen, auch wenn es ihnen schwerfällt. Dazu müssen wir verstehen, dass es für sie das oberste Gebot ist, die Tora zu studieren. Das geht über alles. Und dies zu untersagen, ist für viele einfach nicht akzeptierbar. Schon während der letzten beiden Lockdowns waren wir Zeugen davon, wie sich einige Tora-Schulen den Anweisungen widersetzten und weiter geöffnet blieben. Die Polizei hatte dann oft ein Auge zugedrückt, was von anderen sehr kritisiert wurde. Gleiches Recht für alle, hieß es dann. Diesmal im dritten Lockdown und angesichts der Corona-Mutationen, die die Zahl der am Virus Erkrankten in die Höhe trieb, geht man härter gegen die Nichteinhaltung der Anweisungen vor. Die Öffnung der Tora-Schulen einiger Gruppen des orthodoxen Judentums wurde von der Polizei mit Gewalt verhindert, was dann als Provokation angesehen wurde. Der Widerstand wurde immer gewalttätiger. Die Polizisten wurden nicht mehr nur als Nazis beschimpft. Sie wurden auch mit Eiern und später mit Steinen beworfen. In Aschdod gab es vor einigen Tagen einen regelrechten Straßenkampf vor der Tora-Schule. Nach stundenlanger Auseinandersetzung zwischen Polizei und orthodoxen Schülern der Schule wurde der Unterricht fortgesetzt. Und der Leiter der Schule warnte die Polizei sogar davor, noch einmal zu versuchen, das Tora-Studium zu verhindern. Und dann gab es einen Vorfall in der orthodoxen Stadt Bnei Brak, die das fast zum Überlaufen brachte. Orthodoxe Juden entdeckten in einem privaten Auto in zivil gekleidete Polizisten. Es kam zu einem regelrechten Lynchversuch. Nach diesem Vorfall wurde ein großes Aufgebot von Polizisten in die Stadt Bnei Brak gebracht, um dort für Ordnung zu sorgen. Jeden Tag kommt es dort zu Auseinandersetzungen. Unschöne Bilder werden gezeigt. Polizisten gegen die orthodoxen Juden. Die Bereitschaft zur Gewalt scheint immer größer zu werden. Es werden Müllcontainer angezündet und Steine geworfen. Gestern wurde ein ganzer Bus in Brand gesteckt. Als ich im Fernsehen diese Bilder sah, konnte ich mir den Gedanken nicht verkneifen, dass das härtere Vorgehen der Polizei vielleicht auch etwas mit dem neuen Polizeichef zu tun haben könnte. Er war bis jetzt der Befehlshaber des Grenzschutzes, kennt sich also aus, gegen Unruhen wie diese vorzugehen. Absoluter Höhepunkt war ein Schuss eines Polizisten in die Luft vor einer protestierenden Menge orthodoxer Juden. Der Polizist soll sich bedroht gefühlt haben, soll der Grund für den Schuss in die Luft gewesen sein. Heute früh wird im Radio fast nur noch von den Unruhen und unserer Beziehung zum orthodoxen Judentum gesprochen.
Israel sei ein Land mit zwei Völkern, wird dort gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie wir diese Kluft schließen können. Hätten wir die orthodoxen Gemeinden in Ruhe lassen sollen, sie einfach abriegeln und machen lassen, was sie wollen? Oder müssen wir auch von den extremen orthodoxen Juden verlangen, dem Gesetz zu folgen? Wir werden auch nach Corona noch viel Arbeit haben. Corona zeigt uns, wie tief die Spaltung unter uns ist. Am Ende möchte ich noch betonen, dass es hier nur um einen kleinen Teil des orthodoxen Judentums geht. Der größte Teil lebt friedlich mit uns und zeigt, dass ein Zusammenleben möglich ist. Die Spaltung besteht also auch innerhalb des orthodoxen Judentums oder vielleicht besser gesagt gerade dort. Ich versuche optimistisch zu bleiben und befasse mich jetzt lieber erst einmal mit dem Wetter.